Wir befinden uns nun im Labor eines Landeskriminalamtes. Hier wird eben eine Zigarettenkippe präpariert, um die DNA aus den anhaftenden Mundschleimhautzellen gewinnen zu können. Die Extraktion der DNA aus den Zellen geschieht mit einer Mischung aus mehreren Reagenzien. Schütteln verstärkt und beschleunigt ihre Wirkung. Stoffe, die Fette lösen und Enzyme, die Eiweiße verdauen, zerstören zunächst die Zellmembran. Dadurch werden der Zellkern und alle anderen Zellbestandteile frei. Dann greifen sie auch die Membran an, die den Kern umgibt, und lösen sie auf. So werden die Chromosomen und ihr wichtigster Inhaltsstoff, die Desoxyribonukleinsäure, freigesetzt. Nun befindet sich das gesamte menschliche Genom für Untersuchungen offen zugänglich in der Lösung. Für die Erstellung des genetischen Fingerabdrucks werden jedoch, wie vorher erläutert, nur wenige kurze Teilstücke benötigt. Diese Short Tandem Repeat Allele liegen zunächst natürlich nur in Einzahl vor. Um von ihnen die zur Analyse benötigte Menge zu erhalten, müssen sie erst vervielfältigt werden. Dazu bedient man sich einer chemischen Reaktion, die als Polymerase-Kettenreaktion bezeichnet wird. Hier werden eben die benötigten Reagenzien hinzugefügt.